Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich wollte mal ein bisschen über meinen Kanal reden und alles andere, was den auch betrifft. Und auch ein bisschen anderes Zeug, was gerade so hier los ist oder was mich gerade so ein bisschen, ja, ein bisschen betrifft auf jeden Fall. Und zwar wollte ich erstmal mit meinen Videos anfangen. Denn zum Beispiel jetzt mein Best-of, wie man es gesehen hat, ist krass abgegangen, weil es halt so normalerweise immer ist beim Best-of, dass es halt viele Aufrufe bekommt und viele Likes und sonst was. Da hat man jetzt aber gesehen, dass die Dislikes halt ein bisschen weiter gingen. Also, dass da mehr Dislikes drauf waren als bei normalen Best-ofs. Und das liegt einfach daran, dass ich da irgendwie durch Werbung oder in den Kommentaren, durch die einzige Werbung, die ich jemals gemacht habe, irgendwie Hate abbekommen habe oder sowas. Aber das ist mir mittlerweile auch egal. Und mir sind auch sehr viele andere Sachen egal und das bespreche ich jetzt alles in diesem Video weiterhin. Jedenfalls, aus das Best-of bezogen, zum Beispiel, sowas wollte ich jetzt eigentlich noch weitermachen, denn ich habe gemerkt, dadurch kriege ich viele Aufrufe und ich will einfach mehr Leute damit erreichen und das tue ich mit sowas, anstatt dann irgendwie mit vielleicht 90 oder 50 Aufrufen sogar nur in einer Woche auf einem anderen Video weiterzukommen. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass da mit den Abonnenten da nicht so viel los ist und irgendwie hat sich jetzt alles so ein bisschen umgedreht. Also meine Aufrufe gingen zwar noch hoch, aber irgendwie nicht mehr so ganz mit den Abonnenten zusammen. Oder es war einfach nur unausgeglichen, dass die Abonnenten mal hin und her gingen, obwohl ich ein Video hochgeladen habe oder mal auch gar nicht. Und dann kam trotzdem welche dazu oder so. Das ist ganz, ganz komisch und ich weiß selbst nicht, woran das liegt. Deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz und kann es auch gar nicht nachvollziehen, wieso man jemanden abonniert und dann einen Tag später wieder deabonniert oder nur wenige Stunden danach. Also entweder man bleibt abonniert, wenn man es mag, oder man lässt es einfach ganz. Also ich verstehe den ganzen Sinn dahinter nicht, wie man bitte jemanden abonnieren kann und direkt danach wieder deabonnieren kann, wenn man es sowieso nicht mag. Ich weiß auch nicht, was wir alle mit Bewertungen und sowas haben. Also teilweise sind hier ja schon viele Dislikes gefallen, aber das ist über alles mittlerweile egal, weil es einfach nichts über das Video aussagt. Keiner schaut auf die Bewertung, die habe ich mittlerweile sowieso bei jedem Video ausgestellt, weil es mich einfach ankotzt, diese ganzen Bewertungen unter dem Video zu haben, wenn es sowieso nichts aussagt. Also man sieht einfach nur dadurch, also ich meine, wenn man jetzt sich mal normale Leute rausnimmt, die schauen erstmal auf die Bewertung, weil sie denken, das Video ist gut oder schlecht danach. Und wenn dann so viele Dislikes drauf sind, dann denken sie natürlich, das Video ist schlecht und schauen sich es weiterhin nicht an. Ich selbst habe jetzt aber gemerkt, dass diese Bewertungen halt nichts bringen und deswegen habe ich es einfach ausgestellt, damit es einfach keiner mehr irgendwie da jetzt die falschen Einschätzungen oder sowas bekommt, wie das Video sein könnte. Ich habe es einfach ausgestellt, weil ich einfach diese Dislikes da nicht mehr drauf haben will. Die Likes sehe ich natürlich noch alle als gut an, aber die Dislikes habe ich mittlerweile schon als Hate abgestempelt, weil es einfach so ist. Teilweise kriege ich natürlich auch noch Kommentare wie, ah, das könntest du vielleicht verbessern oder sowas, aber ich sehe wirklich fast überhaupt kein Feedback. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Ich krieg unter meinen Videos überhaupt keine Kommentare oder überhaupt mal irgendwelche Rückmeldungen von Abonnenten. Also ich sehe schon, dass es jetzt fast 300 sind oder es waren sogar schon 300. Aber irgendwie sehe ich immer nur dieselben zwei, drei Leute, die ich natürlich schon näher kenne und mit denen ich mich auch besser verständigen kann. Aber ansonsten kommentiert wirklich überhaupt keiner. Und da sehe ich irgendwie nicht so die ganzen Leute hinter den Videos oder hinter den Aufrufen, die ja wirklich das schauen und denen es auch gefällt, wie ich ja in Bewertungen sehe. Also es fallen mehr Bewertungen als Kommentare. Und wenn ich ja sogar zu irgendwelchen Sachen aufrufe, zum Beispiel, ja, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwie das am Video aussetzt habt oder wenn es irgendwie euch gefallen hat, schreibt mal einen Kommentar oder sowas. Also immer wenn ich irgendwie sowas sage, dann macht es einfach keiner, außer die Leute, die ich bereits kenne. Also ich sehe wirklich fast überhaupt kein Feedback in der Form, dass es wirklich allen Abonnenten so gleich geht oder dass man irgendwie mal was auszusetzen hat. Das ist auch nicht schlimm, weil es einfach als Feedback dient, wenn man auch immer einen normalen Kommentar schreibt, wie das Video ist gut oder so. Also es macht wirklich nichts aus. Und in dem Fall bin ich da auch ein bisschen traurig drüber, dass dann fast überhaupt nichts zurückkommt, obwohl ich es jedes Mal sogar noch aufrufe.
Und dann kommen auch noch so viele Klicks auf die Videos und ich denke immer, es sehen so viele und dann müssen da gleich Kommentare kommen, aber es kommen einfach keine. Und ich finde das irgendwie ein bisschen schade, dass dann wirklich bei so vielen Abonnenten schon kaum noch Kritik da ist oder fast überhaupt kein Feedback mehr. Das ist halt so bei meinem Kanal. Und die ganzen Dislikes, die habe ich jetzt eigentlich eher dadurch bekommen, dass ich Kritik unter anderen Videos gemacht habe. Also ich habe natürlich immer wieder gerne Kommentare geschrieben zu anderen Videos oder was in anderen Videos drin vorkommt. Ich schreibe da immer ein bisschen so meinen Sachen dazu, was ich da finde oder also irgendwie meine Meinung teile ich da. Oder ich kritisiere auch manchmal ein bisschen was, aber in der Form, dass man es noch als sozial ansehen kann. Also, dass es noch eine ganz normale Reaktion auf das Video ist. Und dann kommen natürlich immer die ganzen Communities und sowas und machen dann Diskussionen draus und so. Und dadurch zweigen sich die ganzen Dislikes ab. Dadurch kriege ich zwar auch Aufrufe, aber ich will irgendwie nicht mehr solche Fake-Aufrufe haben. Und das ist einfach so ein bisschen das, was mich auch wieder aufhält, so ein bisschen die Videos zu machen. Also ich sehe wirklich kaum noch normale Aufrufe, die dann mit Kommentaren zusammenhängen oder mit den Leuten, die wirklich meine Videos schauen. Es ist einfach nur noch, entweder es wird durch meine Diskussion hochgepusht oder es kommt von sonst wohin und dann kommt einfach gar nichts mehr an Feedback oder an Bewertungen. Also mittlerweile ist es wirklich sehr komisch geworden und ich verstehe es auch selbst nicht mehr, was auf YouTube hier abgeht. Es ist einfach wirklich was ganz anderes als früher. Früher konnte man ja noch normal Videos hochladen und es hat jedem gefallen und so. Da gab es noch nicht die ganzen Jugendlichen, die heute jetzt ja alles runterziehen. Also es ist einfach, YouTube hat sich komplett verändert und ich kann mich fast gar nicht mehr damit identifizieren. Es ist wirklich sehr schade und ich würde es auch wirklich gern vermeiden, aber irgendwie ist YouTube ganz anders geworden, als ich es wirklich mag. Und damit ist es auch wirklich, es ist wirklich ganz anders geworden. Also ich finde da wirklich fast keine Worte mehr für. Und das tut mir auch leid, wenn ich jetzt irgendwie komplett andere Wortwahlen habe oder sonst was, aber mittlerweile ist es mir alles egal. Also es ist mir teilweise sehr viele Sachen sind mir teilweise egal, weil YouTube hat sich so verändert, dass ich mich nicht mehr richtig darauf einlassen kann. Und deswegen scheiße ich einfach auch sehr viele Sachen. Und mich interessieren einfach dann teilweise auch gar nicht mehr die anderen Meinungen oder sonstige Sachen. Klar, ich akzeptiere auch Meinungen und sowas. Aber wenn dann so Leute ankommen und meinen, ja, dein Video ist gut, aber, und dann fangen sie mit tausend anderen Gründen an oder sonst irgendwas. Und das trotz irgendwelchen anderen guten Kommentaren. Also vielleicht kann man das jetzt irgendwie nicht nachvollziehen, aber ich kommentiere halt auch sehr viel unter anderen Videos und dann kommen auch teilweise zu meinen Videos Kommentare. Und da steht dann meistens erst was Gutes drin und danach direkt was Schlechtes. Und ich verstehe sowas einfach nicht, wie man das immer machen kann. Also, es ist einfach allgemein in YouTube so, die Communities haben sich einfach so verändert, dass man, es ist für mich zum Beispiel sehr schwer geworden ist, meinen Kanal noch ohne irgendwelche Hater und sonst was hochzuhauen. Also, ich krieg meinen Kanal wirklich nicht mehr ohne Dislikes nach oben. Das ist wirklich schade geworden. Und außerdem ist YouTube auch noch irgendwie wie so ein Zwang geworden. Das ist mir irgendwie klar. Es sollte auch vielen aufgefallen sein, wenn man ein YouTuber ist oder wenn man irgendwie Videos hochlädt, ist es schon bei der Community von ein paar hundert Abonnenten wie so ein Zwang. Also man sagt, ja, ich lade Videos sonst wann hoch und das, was ich halt hochlade, sind Projekte oder sowas. Und dann erwarten die Zuschauer direkt wieder, dass man es irgendwie alle 2 Wochen oder jeden Tag irgendwie so eine Scheiße bringt. Es ist einfach was ganz anderes. Also, früher konnte man es einfach alles hochladen, wie man wollte, und es war jedem egal. Da konnte man nochmal Monate Pause machen, oder es war einfach klar, wenn er gerade viel zu tun hat, oder wenn er im Stress ist oder so, dann hat er natürlich vorher gesagt, ja, ich lade diesen Monat wieder nichts hoch, und dann ist gut. Dann war alles geklärt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich mache jetzt zwar eine kleine Pause oder ich lade diese Woche nichts hoch, dann ist direkt wieder, ist allen scheißegal und dann haten sie trotzdem ohne Grund. Oder wenn man, dass man so der Community sagt, ja, ich mache jetzt Pause, dann ist das entweder allen egal oder man sagt, ja, mach schon weiter und so. Und wir verstehen das und sowas und dann kommen danach kaum noch Aufrufe. Also so sehe ich das jetzt zum Beispiel. Und daher sehe ich YouTube noch als so ein bisschen Zwang an und
Ich will selbst wirklich nur entweder Freivideos machen oder gar keine. Also für mich ist es nichts mehr, was ich unter Zwang machen würde. Ich würde es einfach dann komplett weglassen und damit bin ich jetzt schon bei einem ganz anderen Thema. Ich wollte aber vorher noch auf was ganz anderes eingehen und zwar mache ich zum Beispiel jetzt auch, ja, die Best-ofs, das habe ich ja schon besprochen, aber die Server-Map zum Beispiel, da habe ich jetzt ja sehr viel wirklich für getan und das mache ich ja schon seit über einem Jahr. Und trotzdem sehe ich immer wieder, dass überhaupt kein Feedback dazu da ist, wie die Server-Map jetzt ist oder so. Oder es gibt überhaupt keine Fragen mehr, was sich da jetzt gerade entwickelt. Also es interessiert einfach fast keinen mehr, so indirekt. Und vielleicht denken sich alle so unterbewusst, ja, könnte er jetzt vielleicht mein Video dazu herausfahren oder sowas. Aber wenn es keiner in die Kommentare schreibt oder keiner mal nachfragt, dann weiß ich ja auch nicht, was ihr darüber denkt oder was ihr jetzt wollt von der Server-Map oder sowas. Also was ihr jetzt erwartet, was als nächstes Video kommt. Also wenn ich wirklich keine Kommentare dazu sehe, dann weiß ich auch nicht, was ich jetzt noch weiterbringen soll oder was ich euch zeigen soll von der Server-Map. Ich habe jetzt teilweise gar nicht mehr weitergebaut, weil ich einfach viel andere Sachen zu tun hatte. Und ich habe auch noch viele andere Sachen gemacht. Deswegen kommt jetzt gerade zur Server-Map auch gar nichts. Und die ganzen Bauprojekte, die ich ja gemacht habe, ich kann mich damit auch nicht mehr so ganz identifizieren, weil es ist einfach nur noch aufnehmen, also wenn ich hier, das ist das, was ich mit Zwang gemeint habe. Also wenn ich jetzt irgendwie was bauen will für die Server-Map, dann will ich es euch natürlich gern zeigen, das ist klar. Aber wenn ich dann das Ganze aufnehmen muss immer, damit ich es euch zeigen kann, dann ist das wirklich wie so ein Zwang, weil ich sonst nicht zu bauen komme. Also ich muss quasi in der Aufnahme bauen oder ich muss es danach aufnehmen oder so, sonst komme ich da nicht weiter. Und wenn ich zum Beispiel jetzt nur mal so 5 Minuten Lust habe, irgendwie was weiterzubauen, dann kann ich das auch nicht einfach machen, weil ich es dann auch aufnehmen müsste. Oder ich kann nicht mal irgendwie zwischendurch Pause machen oder so. Also es ist wirklich was ganz anderes, als wenn ich sonst immer weitergebaut habe. Und deswegen komme ich da am Ende nochmal zu, was ich da machen wollte. Jedenfalls mache ich nebenbei noch an einem Resource Pack weiter. Das hat man vielleicht auf Twitter gelesen. Also auf Twitter bin ich sehr aktiv, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das würde mich wirklich viel mehr freuen, weil da schreibe ich wirklich viel öfter was hin als hier irgendwie auf YouTube oder so. Also da habe ich schon angedeutet, dass ich irgendwie ein Resource Pack mache und da weiterarbeite. Also ich mache ein eigenes Resource Pack für Minecraft und so. Das ist eigentlich dann auch so, ja, teilweise 3D. Das ist auch sehr viel Arbeit und so. Und das ist halt nur so eine Nebenbei-Sache. Also ich weiß nicht, ob ich es irgendwie veröffentliche oder sowas, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Das mache ich nebenbei einfach so, wenn ich darauf Lust habe. Darauf habe ich teilweise auch viel mehr Lust, auf die Server-Map weiterbauen. Zum Beispiel spiele ich dann auch noch viel Survival oder habe noch andere Sachen. Ich habe noch viele Welten in Minecraft, wie man gesehen hat. Und ich mache einfach das, worauf ich gerade Lust habe. Das ist eigentlich klar. Das sollte jeder so machen. Aber dieses ganze Zwangzeug auf YouTube und sowas, das zwingt dann wieder dazu, dann Videos zu machen und da muss man dann wieder auf die Server-Map, ich zum Beispiel jetzt, oder müsste dann weiterbauen und irgendwie will ich das einfach gerade gar nicht. Deswegen kommen auch gerade ganz andere Videos oder überhaupt keine. Und um das alles jetzt einfach mal ein bisschen ins klare Licht zu rücken, habe ich jetzt einfach mal dieses Video gemacht, weil es gibt sehr viele Sachen, die jetzt gerade rumlaufen und keiner kriegt sie mit oder es ist jedem egal. Ich will einfach mal darauf aufmerksam machen und es ist ja wirklich nicht mehr so eine leichte Zeit jetzt gerade. Also ich würde auch viel lieber bei Projekten wieder mit dabei sein oder bei irgendwelchen Minecraft-Projekten mitmachen oder sowas, wo ich eingeladen werde. Ich kann immer wieder sagen so, ja, ich habe jetzt keine Zeit oder ich muss das und das machen oder ich könnte dann nebenbei nicht aufnehmen oder so. Es ist einfach immer so eine Nebensache und ich habe meistens auch keine Zeit dafür, weil ich halt YouTube als Hauptteil so habe, wo ich halt die meiste Zeit reinstecken würde. Jetzt gerade natürlich weniger, aber sonst habe ich da wirklich sehr viel Zeit reingesteckt. Und ich hätte es wirklich alles viel lieber so wie früher. Da war es alles noch viel leichter. Man konnte wirklich bei sehr vielen Sachen mitmachen. Zum Beispiel auch Minecraft, die Entwicklung. Da war früher alles noch super. Also Minecraft früher, da habe ich so viel gespielt, das gibt's gar nicht. Und jetzt ist es einfach so, es entwickelt sich komplett die falsche Richtung. Die ganzen Communities haben sich verändert, es haben sich alle Server verändert. Also Minecraft insgesamt, die Versionen verändern sich.
Und ich fand es einfach früher viel besser. Und jetzt ist es einfach nur alles auf irgendwelche Sachen bezogen, die ich überhaupt gar nicht mehr mag. Also es entwickelt sich wirklich in eine ganz andere Richtung. Und das ist einfach gerade ein sehr, wirklich ein sehr schwerer Teil. Und ich finde es auch gerade, ich würde es lieber bei anderen Versionen weiterbleiben. Und nicht mehr updaten oder sowas. Also aktuelle Minecraft-Versionen kann ich, glaube ich, jetzt irgendwie vergessen. Aber das muss ich eigentlich auch nicht auf YouTube zeigen oder so. Also das einzige Problem, was jetzt dadurch auftreten würde, wäre, dass die Server-Map auf 1.8 bleiben würde und nicht mehr auf die neuesten Versionen von Minecraft geupdatet wird. Dann ist ja aber die Frage, ob das überhaupt auch jemanden interessiert später. Aber um diese Frage jetzt aufzuwerfen, bräuchte ich dann wieder ein Feedback und das kann ich jetzt quasi auch schon wieder vergessen, denn wie ich gemerkt habe, kommt überhaupt kein Feedback zurück oder von den Leuten, die ich kenne. Und das ist dann auch irgendwie, klar, es ist irgendwie eine Art von Feedback, aber immer dieselben Leute zu hören, die ich schon kenne, von denen ich weiß, dass sie mich unterstützen, ist auch irgendwann nicht mehr nötig, weil ich einfach weiß, dass diese Leute das mögen und der Rest, von denen höre ich einfach nichts. Jedenfalls ist es halt einfach so, dass ich diese ganzen Projekte dann überhaupt kein, ich habe wirklich keine Motivation mehr, diese Projekte weiterzuführen. Ich sehe einfach nichts, wofür ich das noch machen sollte. Und durch diese ganzen Sachen, die sich nicht mit YouTube und sowas verbunden haben, und diese ganzen Sachen, die mit meinem Kanal zusammenhängen, da habe ich jetzt einfach sehr viele Schlüsse draus gezogen. Und man sieht das vielleicht auch in den letzten Infovideos, wie sich das alles verändert hat. Am Anfang hatte ich dann auch Spaß dran, habe immer nur kurz Infovideos gemacht, was gerade so die Lage ist und so, aber da kam noch nichts Schlimmes oder so. Jetzt mittlerweile ist es einfach ja, jetzt kommen keine Videos oder sonst was, oder was gerade los ist. Und das ist einfach was ganz anderes als früher. Die Atmosphäre ist ganz anders. Und das hat einfach auch teilweise mit meinem Privatleben zu tun. Denn ich mache da viel lieber Sachen, die einfach nichts mit YouTube zu tun haben. Und die haben auch nichts auf YouTube zu suchen. Und deswegen will ich davon auch gar nichts sagen. Mir wäre es jetzt eigentlich auch scheißegal, über alles zu reden und sowas. Aber ich weiß einfach, dass sehr viele Leute das hier schauen werden, die es einfach nicht interessiert. Oder es gibt einfach Leute, die machen sich darüber lustig und sonst was. Wäre mir teilweise egal, das ist klar. Aber ich habe einfach keine Lust, solche Sachen zu teilen, damit man dann irgendwie später wieder in solche scheiß Diskussionen kommt. Deswegen lasse ich solche Sachen jetzt einfach komplett raus und dann kann sich jeder seinen Teil dazu denken. Mag jeder sagen, ja, dein Privatleben ist ganz sicher nicht so schwer oder so. Aber keiner weiß es wirklich. Also man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie schwer so ein Privatleben sein kann. Oder was wirklich in so einem Leben abgeht. Außerhalb von YouTube. Weil auf YouTube kommt irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre rüber, als man das sonst kennen würde. Man verhält sich teilweise auch wirklich ganz anders im Real Life und das weiß man einfach nicht bei jedem. Das ist bei jedem anders. Also jedenfalls entwickelt sich das in eine komplett andere Richtung und vielleicht hat man gesehen, dass auf meinem Kanal jetzt was ganz anderes los ist. Und ich denke irgendwie immer, dass ich der Einzige bin, der noch ganz normal drauf ist auf YouTube. Also, dass ich irgendwie noch so einer der Einzigen bin, die sich normal verhalten oder irgendwie noch auf was ganz anderes aus bin, als auf Aufrufe, Klicks und sonst einen Scheiß. Also, der wirklich nur Geld bringt oder sowas. Also, ich krieg ja nicht mehr Geld dafür. Ich bin ja quasi nicht mal in der Lage, irgendwie ein paar Cent zu verdienen, weil es einfach zu wenige Zuschauer sind oder weil sich keiner dafür interessiert. Obwohl ich ja eigentlich mit der Server-Map eine ganz andere Seite von Minecraft aufgeschlagen habe und was ganz eigenes gemacht habe. Und es wäre eigentlich was ganz Großes. Man sieht es doch eigentlich schon, dass es ganz viel Arbeit ist und was ganz Neues ist, was noch keiner gemacht hat. Und ich sehe einfach nicht, wie diese Leute dann da halt dazukommen und sagen, das hast du toll gemacht oder sowas. Es sagt nämlich einfach keiner und es kommt irgendwie auch keine Aufmerksamkeit auf dieses ganze Projekt, weil eigentlich ist diese Server-Map ein gigantisches Projekt, was noch niemand vorher gemacht hat. Und es sieht einfach keiner, weil es einfach kaum Zuschauer sind und es wird auch keiner darauf aufmerksam und dann sehe ich ja auch nicht irgendwie, wie Leute das unterstützen. Heißt also, meine ganzen Sachen, die ich hier mache, sind nur für so einen kleinen Teil und der Rest, der eigentlich sich dafür interessieren sollte oder könnte, der kommt einfach gar nicht dazu, weil er es nicht sieht oder weil es niemand teilt.
Und das ist ein bisschen schade, weil ich mache dann quasi alles umsonst teilweise. Und es ist einfach für ein ganz minimales Zuschauerfeld. Und der Rest außenrum, der wird einfach nicht darauf aufmerksam gemacht. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich sehr vielen Minecraft-Spielern helfen könnte mit meinem Wissen und so. Ich würde wirklich sehr gerne mein Wissen teilen zu Minecraft, aber es geht einfach nicht, wenn es kaum jemand sieht. Und ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwie mir von Anfang aus aufzubauen. Das habe ich jetzt zwar schon gemacht, aber man sieht einfach, dass es viel zu langsam geht, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Also, wenn ich jetzt irgendwie was erreichen will, damit ich vielen Leuten helfen kann, dazu bräuchte ich eine Zuschauermenge von 100.000 oder mehr. Dann würde ich auch darauf aufmerksam gemacht werden, also würden andere darauf aufmerksam gemacht werden. Und dann könnte ich damit auch vielen helfen, aber mit so einer kleinen Zuschauer, so einem kleinen Zuschauerkreis kann ich da wirklich nicht viel ausrichten. Und das ist auch wieder so eine Sache, die mich von diesen ganzen Sachen aufhält, da irgendwie weiterzumachen. Also, es gibt sehr viele Sachen, die mich ausbremsen, irgendwie Videos zu machen. Was ich auch selbst ein bisschen schade finde, aber ich kann nichts daran ändern und ich habe wirklich so wenig Lust auf sowas, dass ich einfach auch nichts mache, wenn es halt nicht geht. Und insgesamt gesehen hat das jetzt wirklich ein ganz schön krasses Ausmaß genommen. Das hat sich jetzt alles noch mit meinem Privatleben verzweigt und sonst was, was hier trotzdem noch keine Verbindung zu YouTube hat, aber YouTube selbst bezieht sich auf mein Privatleben und das ist ein Problem, was sich jetzt gerade so vergrößert und selbst über die Ferien noch vergrößern wird, dass ich es einfach kaum noch aushalte und keiner kann es nachvollziehen oder es wird auch keiner verstehen, wie schwer diese Zeit eigentlich ist. Und deswegen sage ich einfach nur kurz und knapp, wenn es so weitergeht wie bis jetzt, dann könnte es wirklich sein, dass ich gegen Ende des Jahres komplett mit YouTube aufhöre und nur noch Videos schaue und nichts anderes mehr mache. Also es kann wirklich sein, dass ich am Ende des Jahres den Schluss ziehe, kurz und knapp, ich höre auf und Schluss aus, alles beendet. Das will ich eigentlich vermeiden, aber so wie es jetzt gerade aussieht, ist das eine sehr wahrscheinliche Lösung. Und es wäre wahrscheinlich eine der besten Lösungen. Und ich sehe auch gerade nichts Negatives daran, außer dass natürlich dann sehr viele enttäuscht werden und so. Aber das ist halt einfach so der Verlauf. Viele hören auf und haben viele bessere Sachen zu tun, weil sie im Privatleben was zu tun haben oder so. Bei mir wäre das jetzt auch so der Fall, aber ich werde es einfach nicht anders machen können, wahrscheinlich. Heißt also, es muss mir auch nicht irgendwie leid tun oder so. Zum Beispiel die anderen, die sagen immer so, ja, voll schade und so, ich hätte es gern Familie oder sowas. Hätte ich natürlich auch gern gemacht, aber bei mir ist es einfach dann der feste Entschluss, ich höre auf, weil mein Privatleben mir zu wichtig ist. Und das ist für mich einfach noch viel leichter als für größere YouTuber, aber ich würde als großer YouTuber nicht mehr aufhören wollen. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, aber ich denke mal, dass viele das nicht verstehen werden. Und sofern man es verstehen kann, sollte man es sich auch dann denken und seine Meinung dazu denken. Falls ihr eure Meinung dazu teilen wollt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren machen. Das werden wahrscheinlich jetzt eh nicht sehr viele machen, aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren teilen, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr es wirklich nicht so ganz verstanden habt, dann könnt ihr auch gerne nachfragen und gerne noch ein paar Kommentare dazu in die Kommentare schreiben und einfach ein paar Sachen fragen oder sowas, wenn ihr wirklich was dazu wissen wollt. Aber so wie ich es jetzt bisher mitbekommen habe, interessiert das viele nicht. Und auch sehr viele von diesen 300 Zuschauern sehe ich hier auch nicht. Das finde ich sehr schade und ich würde es mir gerade wirklich wünschen, dass dann jetzt bei diesem Video mal ein paar Leute zuschauen, aber ich kann mir jetzt ja nichts daraus versprechen. Und naja, eine sehr wahrscheinliche Lösung wäre natürlich gegen Ende des Jahres, dass ich aufhöre, aber ich habe jetzt vorher noch den kleineren Entschluss gezogen, dass ich jetzt teilweise eine größere Pause mache. Also ich lade jetzt wirklich nur noch dann hoch, wenn ich wirklich ganz viel zu tun habe oder also wirklich ganz viel gerade an der Sommer weitermache oder sonst irgendwas anderes. Ich mache jetzt wahrscheinlich noch nebenbei Best-ofs. In den Ferien habe ich ja genug Zeit dafür. Aber ansonsten wäre jetzt gerade eine sehr große Pause angesagt. Und ich lade wirklich nur dann Videos hoch, wenn ich es gerade gemacht habe oder wenn ich gerade irgendwas produziere und es gerade aufgenommen habe oder sowas. Jedenfalls
habe ich schon Sachen geplant, die auf Gaming Start kommen würden, also auf meinem Zweitkanal, meinem Gaming-Kanal. Den habe ich jetzt ja eigentlich auch für diesen Kanal hier pausiert, weil es einfach zu viel war. Aber ich denke, sofern ich dann hier nicht mehr weitermache oder sofern ich hier eine große Pause habe, werde ich wahrscheinlich auf dem Gaming-Kanal am Ende der Ferien noch ein bisschen ein Projekt starten. Das habe ich mit Tesi zusammen gemacht, also Tesi Falls. Und das wird wahrscheinlich sehr lange laufen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich hinhaut, aber jedenfalls wird es auf diesem Kanal hier am Ende des Jahres ein komplett anderes Klima sein. Also entweder ich höre auf oder es wird was ganz anderes passieren. Ich weiß es einfach noch nicht. Und ich will es auch noch gar nicht wissen, was in der Zukunft noch passieren wird. Also es verändert sich sehr viel auf jeden Fall. Heißt also, die Schlussfolgerung aus dem Ganzen jetzt ist einfach so eine Kurzfassung. Also eine Kurzfassung wäre jetzt, mein Kanal ist einfach was komplett anderes geworden. Oder die ganzen Zuschauer und sonst was haben sich einfach so verändert, dass es allgemein mit YouTube nicht mehr so ganz hinhaut. Und für mich sieht das alles jetzt ganz anders aus, als es früher irgendwie war. Und selbst Minecraft, was ich jetzt ja als Hauptthema habe, ist was ganz anderes geworden. Und ich mache viel lieber was in meinem Privatleben. Und daraus schließe ich dann einfach, dass ich viele zu tun habe. Und mit YouTube will ich da auch nicht mehr so viel zu tun haben. Ich würde es natürlich gerne, aber es wird sich wahrscheinlich so viel ändern, dass ich damit nicht mehr klarkomme. Und das ist dann einfach so. Heißt also, gegen Ende des Jahres wird eine sehr schwere Entscheidung fallen. Entweder ich höre ganz auf oder es passiert einfach was ganz anderes. Ein neuer Abschnitt. Was dann auch wieder was ganz anderes sein könnte. Aber das kann jetzt wirklich keiner voraussehen und das will jetzt auch irgendwie keiner wissen. Deswegen sage ich jetzt einfach nur kurz und knapp, für dieses Jahr, also für dieses letzte halbe Jahr hier sozusagen, das ist jetzt einfach eine Pause, die sich über Monate erstreckt und in dieser Pause, also diese Pause, die ich jetzt mache, werden einfach Videos dann kommen, wenn ich sie gerade machen will, wenn ich wirklich Lust habe oder wenn ich etwas aufgenommen habe, was ich dann hier auf diesem Kanal hochladen kann. Best-ofs sind ganz unabhängig davon. Best-ofs schneide ich nebenbei in den Ferien jetzt auf jeden Fall und lade die dann auch hoch, weil ich damit auf jeden Fall Aufrufe machen will, weil ich einfach ein bisschen Aufmerksamkeit haben will, so. Also, und das kann ich jetzt so ganz offen sagen, ich will mit den Best-ofs einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Kanal bringen, weil ich glaube, auf Gaming-Chart oder auf anderen Kanälen würde ich damit kaum was erreichen. Das ist halt auf diesem Kanal ja einfacher. Aber in dem Sinn war es das mit dem Video auch schon. Und so wie jeder YouTuber sagen würde, ja, gebt einen Daumen nach oben und sowas, das müsst ihr jetzt einfach nicht machen, das ist mir jetzt alles relativ egal. Ihr könnt machen, was ihr wollt und genauso kann ich das auch machen. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann könnt ihr auch gerne hierbleiben und abonnieren und sowas. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch gerne deabonnieren, das wäre mir alles recht, das ist mir egal. Ich will einfach nur den Leuten die Unterhaltung zeigen, denen auch wirklich alles gefällt hier. Und die sich auch damit identifizieren können. Heißt also, das war's dann mit diesem Video und ich freue mich wirklich über das ganze Feedback, was jetzt kommen sollte. Ja, wenn nichts kommt, dann ist es mir eigentlich auch egal. Aber das werde ich dann alles sehen und das werden wir alle sehen. Also ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen und bis zum nächsten Mal dann und ciao.